So, diesmal. Mach auf die Bitze. Die Haubitze ist es. Die Haubitze. Und ich weiß gar nicht, wo die ist. War nicht die Honolulu-Haubitze? Doch, die Hulu-Nono. Hulu-Nono, okay. Honolono. Ich komme da nicht mehr hoch. Hätte ich mal das nicht getan. Kennst du das Regigigas, das Internet Explorer genannt wurde? Was? Kennst du das Regigigas, das Internet Explorer genannt wurde? Weil es immer so, weil es so lange braucht, bis es mal was Brauchbares hinbekommt. Ach ja. Internet Explorer, Regigigas. Passt ja dazu, naja, klar. Ah, geht das nicht auch? Dass ich. Geht doch. Geht doch viel schneller. Natürlich. Ja. Und wie lange hänge ich hier jetzt schon wieder? An einer auch simplen Aufgabe. Ach, was wäre es denn ohne? Ohne simple Aufgaben. Auch das. Okay. Du Affe, kommst mir nicht in die Quere. Und ich habe den nicht als Affen beleidigt, sondern er ist ein Affe. Ah! Ah! Da muss ich mir dran denken, es gibt ja diese Primaten, die Halbaffen sind. Da frage ich mir, was ist die andere Hälfte? Halbaffen. Ich dachte, Halbaffen heißen nur Leute, die... Naja. Wo war die Wand jetzt? Wo war diese Wand? Nein, Lackschick ist kein Lachs. Ah, meine und Mütze! Weg. Egal, ich will jetzt in die Wand rein. Ah, mein Hut! Ah, mein Hut! Ja, super. So, jetzt geht's hier los. Hui! 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 Ah, nein, 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 nicht! Nicht sterben! Oh nein. Baum. Ich wollte doch darüber, aber das Blöde ist, ich sollte dann vielleicht nicht auf den Bauch rutschen. Und er hat immer noch seine Mütze nicht, ne? Dann soll er sich eine andere holen von Luigi oder so. Genau. Oh, wenigstens geht's gleich hier weiter. Und er kann seine Mütze nicht zurückkriegen. Toll. Tschu. Da ist er wieder runtergefallen. Plumps. So eine Hälfte Affe, sondern ein Leitenschwein. Leitenschwein? Dieses Leitenschwein. Nein, das kommt ja im Manga vor. Ja. Willkommen zurück, Herr Licht. Light aus, weiß schon, Death Note. Ja. Oh oh. Ah. Ah, nein, andersrum. Ach, egal. Ich weiß leider nicht, was dein letzter Tipp war. Tut mir leid. Oh oh oh. Oh. Es könnte klappen. Ich glaube, gleich ist das Level vorbei. Oh nein! Hat nicht gereicht. Ach, schon mal vorsorglich. Ah nee, Moment. Da wurde schon was. Du könntest die Mütze im Eingangsbereich vom Schloss von einem Tod holen. Oh. Ich dachte, die muss man sich hier wiederholen. Das war doch sonst immer so. Dachte ich auch. Muss neu sein. Ja, neu. Ist ja gemein. Immer diese Vereinfachungen. Ja, für die ganzen, Spieler, die es nicht können. Andererseits, naja, gut. Mir soll es jetzt zugutekommen.
früher. Da muss man unsere Mütze doch selber holen. Ja. Aber heute bestellen wir sie auf Amazon. Und dann mit Drohne. Dann werden sie richtig geliefert. So. Endlich. Endlich der nächste Stern. In Sicht. Zack. Ja, welche Sau hat gedisliked? Ich weiß es nicht, aber... Oh, wir haben jetzt 69 Sterne. Was ist soweit, Professor? Oh. Hallo, der wieder da ist. Nee, Moment. Ach nee, der... Hallo, herzliche Grüße an denjenigen, der wieder zurückgekommen ist, schon früher, aber da nicht herzlich begrüßt wurde. Ich brauche keine Mütze. Okay, das Geheimnis der Affenhöhle ist jetzt trotzdem... Oh nein, ist das... Braucht man dafür Wario? Ich mach mal den Kurs. Ich verlasse den mal. Ding, 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 ding. Hm, und hier soll es jetzt einen Tod geben. Ach, sieh mal einer an, du hast die geklaut, du. Oh. Mario, diese Mütze habe ich vor einiger Zeit vor dem Schloss gefunden. Dir steht sie bestimmt sehr gut und daher schenke ich sie dir. Das ist eine andere. Die hat er einfach gekauft. Nur um sich seinen Respekt einzuheimsen. So eine Merchandise-Mütze. So, eigentlich wäre das doch ein guter Zeitpunkt für einen Cut. 69 Sterne, nein, weiter. Der Tod ist leichter, ja, das stimmt. Das habe ich gerade gemerkt. Der ist genau mein Niveau. Haben wir gerade hier von Niveau geredet? Ich glaube, hier ist Gulliver Gumba drin, ja? Schön. Dann gehen wir doch mal in das kleine Bild. Pflück die Blume. Pflücken Sie meine Blume. Ja, pflück die Blume. Ah, das ist ein... das ist so ein Emmy-Ausdruck. Pflück meine Blume, du Sau. Wollte die Biene zu meiner Blume sein? Wupp. Okay, und zwar die Blume gibt's nämlich hier. Au, 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 au. Ha, eine ist weg. Au, 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 au. Puh. Ha, die ist auch weg. Münzen. Danke. Zwei Stück. Ja. Und die ist auch weg. Ich hoffe, das waren alle. Ja. Merkwürdig. Ich krieg gar nichts. Verarsche. Ah. Aha. Du blödes Blümchen, du. Komm. Du Unkraut. Das Unkraut, das der Mario umhaut. Jetzt nennt man sich nicht mehr gegenseitig Sau, sondern sogar schon Eber. Bulle. So, jetzt haben wir 70 Sterne. Naja. Wenn ich noch einen schnellen Weg finde, 10 zu kriegen, dann geht das ja gut. Wollte gehen. Die Spitze der großen Insel kriege ich. Vor allem mit diesem Mini... mit dieser Mini-Welt. So. Was ist hier hinten? Okay, ich gehe lieber doch weg. Und dahin. Weil ich soll ja auf die Spitze der... Insel. Der Cookinsel! Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja.
Wer ist denn hier die Cookinsel-Mama? Wir hatten vorhin eine ganze Cookinsel-Familie. Ja. Cookinsel-Familie. Das klingt wie schlechtes Englisch. Das klingt wie eine RTL2-Sendung. Ja. Cookinsel-Family. Koch in der Familie, ja. Das wäre eine, sicher eine schöne Sendung zum Angucken. So. Hehe. Jetzt muss ich nur noch da runter und dann wieder hoch. Aber in der großen Version. Oh, fuck. Oh. Gut. Verlierst die Fassung von deiner Glühbirne? Ah, er sagt's doch klar. Und hopp. Ach, hier muss ich ja auch dann noch 100 Münzen sammeln. Oder ich lasse es erstmal. Weil das ja am längsten dauert. Kann doch Mini werden, wie die Welt. Okay, das will ich nicht haben. Ich will lieber stattdessen schon hier oben rein. Boah. Puh. Oh. Wow. Du hast mein Haus geflutet. Warum? Schau dir das an. Was soll ich denn jetzt noch machen? Die Decke ist ruiniert, der Boden durch ein Essen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun, Herr Professor? Oh, das macht mich alles so wütend. Alles geht schief, seit ich diesen dämlichen Stern habe. Er ist ja schön, aber er sorgt für Unbehagen. Dann gib ihn mir. Müssen wir uns auch nicht streiten. Aua. Was wolltest du werden, als du klein warst? Was ich da werden wollte? Och, Feuerwehrmann und was man da so werden wollte? Naja, Astronaut nicht unbedingt, aber... Oh, jetzt wird er wütender. Was wollte ich denn werden? Let's Player. Bin sowas von stinkwütend. Wow. Oh. Hey, aufhören! Das ist jetzt das zweite Mal, dass du mich wütend machst! Du hast selber Schuld, du! Punkt. Genau. Ende. Was wollte ich werden, als ich klein war? Groß! Ich wollte Auto fahren können. Ich wollte... Ja, das war's eigentlich schon. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Zigaretten oder Alkohol kaufen können. So einer war ich nicht. Bin ich auch nie geworden. Aua, aua, aua. Okay, ich gebe auf. Nimm den Stern. Puh, nun fühle ich mich besser. Ich brauche ihn eh nicht mehr. Ich kann nachts die Sterne am Himmel sehen. Sie scheinen durch mein Dach. Sie beruhigen mich und geben mir Frieden. Bitte komm mich bald wieder besuchen. Okay. Klar, gerne. Dann trampel ich dich nochmal zu Tode. Können wir gerne. Habe ich kein Problem mit. Und Wiggler ist weg. Juhu. Wigglers Pech geschafft. Piggler weggeschafft. Gibt's nicht auch Wigglers extra? Minzkaugummis? Na, von Wigglers extra. Ah, da komme ich nicht hin. Ran. Na, dann nochmal zurück auf die kleine Insel. Die das sowieso schon klein ist. Aua! Wiggler, du Sau. Oh Mann. Nein, er ist ein Wurm. Ein kleiner, unbedeutender Wurm. Langer. Ah. Na, jetzt auf einmal. Jetzt, wo ich Schaden kriege. Was hältst du vom deutschen Fernsehen? Oh, diese Frage würde ich mir wirklich nie stellen lassen wollen. Ich verabscheue es. Also zumindest seit ungefähr... weiß ich nicht, seitdem weniger Anime und mehr Reality-Scheiße kommt. Aha. Komm schon. Ich will da doch nur hoch.
Also früher, als ich klein war, ich habe immer so Sendungen wie Löwenzahn gerne geguckt. Die waren nämlich so lehrreich. Ja, ich habe es nicht gern geguckt, aber ich weiß, was du meinst. Es war wenigstens noch was Lehrreiches. Und irgendwie, man kann es gar nicht vergleichen mit heute. Da war irgendwie auch in der Sendung einfach mehr Ruhe drin als heute. Heute muss alles schnell gehen. Ja, alle schreien sich an. Auch. Ja, möglichst viel Sendezeit muss schnell ausgefüllt werden. Ja. Ich weiß nicht, quält mir alles nicht mehr heute. Nee,